Hallihallo, meine Lieben. Pumping Ercan, Pumping Sophia Thiel, Eiscreme. Eiscreme, bei dem Wetter das Richtige, Freunde. Ich freue mich drauf. Ja, wie die Erde schon gesagt hat, es ist so heiß und da braucht man einfach eine schnelle und einfache, gesunde Abkühlung. Als wie jetzt halt dieses vielleicht die Sahne-Eis mit Zucker und allem. Und deswegen haben wir uns hier ein Rezept überlegt, was eben super schnell ist, mit Zutaten, die man vielleicht sogar eben schon zu Hause hat und direkt damit loslegen kann. Reich an Eiweiß und wenig Kohlenhydrate. Also ich war noch nie so gespannt wie heute, Sophia, weil ich gestern echt Eismaschine gesucht habe. Ja? Und wie der Zufall will, heute machen wir Eis. Bin gespannt, wie du das hinzaubern wirst. Es ist wirklich simpel. Und zwar, was wir dazu brauchen, ist einmal hier Magerquark. Ich habe hier 52 Gramm. Dann tiefgefrorene Früchte. Ich habe jetzt hier Himbeeren genommen, 350 Gramm. Man kann das mit jeglichen tiefgefrorenen Früchten machen. Es geht wirklich darum, die geben die Kühle für die Eiskonsistenz her. Und man kann natürlich auch mit gefrorenen Bananen machen, mit schlag mich tot. Aber wenn man jetzt zum Beispiel abends noch Lust auf Eis hat, dann kann man natürlich zu der Beerenvariante greifen, um das Ganze an Kohlenhydraten vielleicht zu reduzieren. Dann an Fetten haben wir jetzt hier 10 Gramm Kokosraspeln, also wir machen Himbeer-Kokoseis, Geschmack wie man möchte natürlich. Und dann haben wir hier für eine wunderbar herbe Note, karamellartige, haben wir hier 10 Gramm Kokosblütenzucker. Okay. Und genau, also Kokosblütenzucker ist natürlich auch eine gesunde Alternative zu dem raffinierten Zucker. Finde ich für Eiscreme genial, aber ihr könnt natürlich auch Süßungsmittel hernehmen, wenn ihr jetzt hier die Kalorien und die Kohlenhydrate weglassen wollt. Okay. So, genug gequatscht. Kokos insgesamt, eine der Lieblingssorten von mir. Ich nehme jetzt erstmal hier die. Okay, die Beeren kommen in den Ding rein. Ich hoffe, dass es nicht zu klein ist. Jetzt machen wir die erstmal. So. Hier mir mein. So. Klein gehäckselt. Genau. Jetzt hier ein bisschen Magerquark dazu. So. Nicht auf das Teil. Ob wir es jetzt auf einmal oder zweimal machen, macht es keinen Unterschied. Sehen, da wird schon Eiskonsistenz gemacht. Wir müssen aber jetzt noch ein bisschen nachdrücken, damit die restlichen Himbeeren runterkommen. So. Jetzt drücken wir den Rest hier runter. So, langsam sieht auch nach Eis aus, gell? Schau. Mhm. So sieht dann aus, Freunde. Natürlich taut das Ganze jetzt bei der Sache auf, kann man natürlich sofort essen. Wenn man es aber zurück in den Kühlschrank stellt, also in die Gefriertruhe, das hält sich ja Ewigkeiten und wird dann nochmal mehr Eiskonsistenz, weil es ja nochmal. Genau, friert nochmal ein. Also mit dem großen Mixer haben wir ja letztes Mal mitbekommen, dass es da halt eben schwierig ist, eine kleine Menge unten zu pürieren. Deswegen nehme ich für Eiscreme immer am liebsten meinen Handmixer her, weil man da eben einfach runterdrückt und der auch so kleine Sachen eben gut hinbekommt. Letztes Mal bei unseren Falafeln. Genau. Mussten wir ein bisschen rumforschen und rumexperimentieren, damit das geht. Ein paar Himbeerstücke, weil wie ihr sehen könnt, das hier ist wirklich eine ganz cremig und eben kühlt ungemein, wenn ihr das eben fester haben wollt, einfach nur mal ins Gefrierfach geben, aber das ist wirklich die Basis von unserem gesunden Eis. So, wir haben alles einfach zusammengemixt und so sieht das Ganze dann aus. Es ist wie Eiscreme, wir haben jetzt leider keine Waffeln, aber das brauchen wir jetzt auch nicht. Wir löffeln das hier aus den Tassen raus
Also meins ist hier, Freunde. Also ich habe auch probieren dürfen. Es ist echt wie ein Eis und es geht sehr schnell und die Menge kann man selber entscheiden, wie viel man machen will. Genau. Genau, man muss nicht auf eine Eismaschine warten, das Kühlakku da rein, Kühlakku da raus, sondern die Menge selber bestimmen und alles zusammenmixen. Wir haben jetzt hier alles eben reingefüllt. Schaut's her, sieht doch sehr appetitlich aus auch. Natürliche Farbe, kein Farbstoff, kein Konservierungsstoff. Was wollen wir mehr? Wahnsinn. Einfach nachmachen für die heiße Jahreszeit jetzt eine willkommene Abkühlung und natürlich probieren und jetzt in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das Rezept fandet. Ist natürlich easy, aber man macht ja letzten Endes die einfachen Rezepte, die schnell gehen. Genau, so einfach ist es, ein Eis herzustellen. Abonniert unsere Kanäle. Pumping Erchan. Pumping Sophia Thiel. Es ist so heiß, dass wir uns nur noch auf das Eis freuen. Ja. Lasst euch schmecken, Freunde. Ciao. Daumen hoch nicht vergessen.